So, jetzt, so wie vorhin, ich brauche es hier nicht zu sagen, vielleicht zur Erinnerung, wir machen die Opera Divina. Die Opera Divina ist die göttliche Oper, so wie Julia auch heute ein bisschen angedeutet hat. Die Künstler sind sehr wichtig, weil sie können in kurzer Zeit Felder eröffnen, was sonst niemand in dem Bereich kann. Die Kunst des Sprechens, die Kunst der Musik. Das heißt, die Einladung ist jetzt, ihr seid auch in der Opera Divina mit dabei. Viele haben mitgetrommelt, viele sind in Schwingung gekommen. Danke für alles, was ihr schreibt. Ich schaffe es heute nicht zu lesen. Das heißt, Opera Divina ist ein Konzert, wo wir die verschiedenen Töne, die verschiedenen Schwingungen, Farben, Musik, Malen, Poesie, Eingebungen zelebrieren und zusammenfließen lassen. Aus der Hingabe, ohne dass wir wichtig sein wollen. Und die Opera Divina kreiert immer neue Felder, die es noch nie zuvor gegeben hat. Neue Planeten vielleicht, neue Systeme. Lassen wir uns überraschen. Nur, du bist dabei. Es gibt keine Passivität mehr in dieser Welt. In anderen hat es sowieso nicht gegeben. Es gibt keines. Die Art, wie du deinen Körper mitschwingen lässt, deine Seele mittanzt, dein Geist Eingebung bekommt, trägt dazu bei zu dieser Opera Divina oder göttliche Oper. Und man kann nicht mehr passiv sein. Das war, gehört der Vergangenheit. So, die Einladung, wenn wir schon das machen, dann genieße es voll und schwinge mit. Volle Kanne. Und wir werden Evolution erleben, die, warum haben wir es nicht früher gemacht? Das wird der Satz sein. Bitte schön. Meint, ich muss das Mikro umstellen. Und thank you.
Thank you.
Thank you.
Also wenn ihr Götter sucht, nach unten gucken und nicht nach oben. Ja, ich lade euch abschließende Worte zu sagen. Technisch, diese Aufzeichnungen sind schon im Livestream zu sehen, in YouTube, in Facebook, die letzten in den nächsten 2 Stunden. Gebt den Link weiter, meldet euch in diese Facebook München TV und GTV Live und lasst diese Astinina, danke für eure Mitmachen. Wir lassen auf den Geist, nehmen die Musik in den Geist und nicht in den Körper. Wenn wir den Körper mitschwimmen lassen, auch wenn unser Freund neben uns schläft, das geht. Das heißt, den Körper tanzen zu lassen und das nicht im Geist zu wirken, ist ein Riesenunterschied. Jo, glorreicher Tag. Ich gebe das Abschlusswort den Göttern, die gerade so schön da sitzen. Danke. Gracias. Viele Grazie. Danke diesen Tag. Danke an alle, die diesen Tag möglich gemacht haben, die diesen Tag erschaffen haben. Danke der Schöpferkraft in mir. Und in dir. Danke. Und danke an euch. Ja, danke. Danke. Und an euch alle. Jetzt, Bock auf und hinaus tanzen.